muss man ganz langsam aussprechen. Das bedeutet nicht nur ein Zweitliga-Cup. Eine Zweitliga-Mannschaft hat die Chance, den Pokal zu gewinnen. Das wäre eine Hoffnung für uns im nächsten Jahr. Hannover, das bedeutet auch das historische Museum, das Kästner-Museum für moderne Kunst, das Sprengel-Museum für Malerei und die Lagune, das römische Badehose oder wer es ein bisschen teurer braucht, der Club Venus. Wir wissen Bescheid, Leute, wo wir am Schwimmer sind, oder? Ladies and Gentlemen, liebe Spieler! Ah!
Ein älteres Ding.
Das heißt, ein Schritt zu viel nach vorn. Yeah!
nicht der richtige Ort dafür, weil über diese komische Anlage eine Menge missverstanden wird. Aber selbst auf die Gefahr hin, von manchen Leuten als platt bezeichnet zu werden, diese Stelle ist in unserem Zelt immer was ganz Besonderes. Und wir werden es niemals sein lassen, zu sagen, was wir von dieser Scheiße halten, wenn Leute meinen, es kann nur Deutsche in Deutschland geben. Diese Stimme zu mir! Thank you.
Aber mir und wirklich jemals wie
Yeah.
denke, es ist Zeit für ein bisschen Lagerfeuermusik. Das ist bei uns gerade so eine Sitte geworden, weil wir immer hinten im Backstage schon vorher irgendwelche Mistlieder spielen, um warm zu werden. Und da gibt es keine Verstärker, okay? Und wir haben uns relativ daran gewöhnt. Und ich würde sagen, dass auch die Hippies unter uns sich über diese Nummer sehr freuen werden. Ladies and Gentlemen, wir versprachen eine Sensation. Es ist der Moment, in dem sich Kuttel nicht mehr hinter seiner E-Gitarre verstecken wird. Er wird hier in Hannover den großen Versuch wagen, sich alleine hinzustellen, ohne Playback-Tape, mit einer akustischen Gitarre. Und nun wollen wir mal sehen, was sie wirklich nicht können, die Jungs aus Düsseldorf. Und der eine oder andere wird dieses Ding erkennen. Von euch 14 Jahre, der Erdschuss.
glaube, es ist Zeit, einen Herrn vorzustellen, der in letzter Zeit mit uns im Bus sitzt. Natürlich hat es was zu tun mit der letzten Scheibe und natürlich ist auch eher ein weiterer Grund, warum wir überhaupt jemals angefangen haben, Musik zu machen. Es ist Mr. Charlie Harper, der Kopf und Leadsänger von den UK Subs. Charlie! Dankeschön! Wow! Aus Duisburg, Charlie Harper! Ladies and gentlemen, this one is called... Pass auf, den kennt ihr noch nicht, ein paar vielleicht von euch und die werden sich umso mehr freuen. Es heißt... Scheiße! So heißt es gar nicht. Struggle, oder? Hey, Struggle! I'm gonna go.
Aktion und pass auf euch auf, ja? Ich weiß nicht.
ist los? Anderes Mikrofon wäre gut, oder ich glaube, ich höre mich hier so schlecht. Jetzt geht es etwas besser. Wovor habt ihr Panik? Vor dem letzten Bus? Die streiken doch sowieso heute. Es gibt also keinen Grund, so früh abzuhauen, oder? Das kannst du. Ladies and Gentlemen, lass uns auf die zweite Halbzeit anrichten, ganz geklärt. Klavier, Füße am Tisch jetzt. Und als erstes ein Liedchen, geschrieben von einem Vollverrückten, einer der verrücktesten aus den letzten Jahren, der inzwischen in einem Wohnwagen in Frankreich wohnt. Alter Londoner, Frank Nazarek, und das Lied heißt Total Wide World! Schatz und Fall und der Höhle.
Ansprüchen zu tun. Ich schwör's euch, ich werde dasselbe in Bremen sagen. Wenn dann noch auf Bremen ein Mitglied, dann trinken wir zum ersten Mal einen Sekt auf diese Show, okay?
sind geschieden. Und es heißt, Bauer zu Lüge! Do you really, really, really feel fine? Yeah.
sich eines Besseren überzeugen. Nehmen wir zum Beispiel die Ostfriesen, allgemein als doof verschrieben. Und trotzdem haben sie uns geniale Dinge geschenkt. Wie zum Beispiel dieses kleine Getränk, das inzwischen schon besucht.